Okay, in dieser Runde hat 30 Sekunden gefehlt. Über 30 Sekunden. Ziemlich genau 30 Sekunden haben gefehlt. Hm. Machbar. Schon allein den Schwung, den ich jetzt habe. Ah, Arschloch. Jetzt muss ich wieder von vorne beginnen. Beschleunigen. Diesen Teil gut hinkriegen. Nicht zu viel Rahmen. Geht gut nach oben. Kurve. Mit sehr viel Geschwindigkeit nehmen, soweit es geht. Nicht in den Verkehr reinrasen. Letztes Mal einfach so fahren. Nicht in das Taxi rein. Was ich natürlich gemacht habe, um die Spannung zu erhöhen. Nein, logisch nicht. Hier dafür nach links. Ein bisschen Abkürzung fahren kann, Zeit gewinnen kann. Und das Beste natürlich auch kein Verkehr. Aber dafür ein Fehler. Okay, sieht zumindest von der Zeit her um einiges besser aus, aber ich glaube auch nicht, dass ich gut dran bin. Dafür bin ich wieder zu schlecht gefahren. Nur weil dieses Taxi im Weg war, bin ich ins andere Taxi reingefahren. Und wisst ihr was? Diesmal fahre ich gleich hier durch. Obwohl die Straße unfertig ist, aber dafür ist hier kein Verkehr. Das hat auch Vorteile. Und ich bin trotzdem nicht gut dran. Das wird wieder nicht reichen. Ich hab's gewusst, ich fahr genau in den rein. Und da beschleunigt der noch schneller dieses Arsch. Okay, ich muss noch eine dritte Runde anhängen. Weil ich sonst nicht schaff. Nicht in den Baum hinein. Ja, gut. Also nicht in die Palme. Palme. Bring mich auf die Palme. Ja, wird nicht reichen. Ich weiß, es wird nicht reichen. Aber diesmal komme ich jetzt mit noch mehr Schwung in die Zielgerade. Und diesmal muss es reichen. Immerhin war ich in dieser Runde 27 Sekunden besser als vorher. Erstaunlich. Aber einfach eine logische. Ah, diese. Jetzt schon wieder! Das glaube ich nicht. Ich kann es gleich vergessen. Jetzt sowieso! Nur wegen diesem einen Arschloch vom Auto. Ich habe schon so viel Zeit verloren dadurch. Versuch's jetzt dennoch. Vielleicht kann ich es irgendwie noch retten, aber ich glaub zwar nicht, aber vielleicht. Nein. Neustart. Haben sie auf mich abgesehen. Ganz klar. Keine andere Schlussfolgerung möglich. So, momentan kommt noch kein Verkehr. Also komme ich nicht jetzt schon mal in links. Ja. Passt.
noch auf der Strecke geblieben. Momentan habe ich noch keinen Verkehr gesehen, außer auf der rechten Seite. Kurz. Auf dem vierten. Okay, war doch ein ganz passabler Start. Innen durch. Ja, der ist sogar noch mehr nach innen gezogen. Natürlich. So. Zumindest jetzt mal die Abkürzung nehmen und keinen Verkehr erwarten. Und habe schon wieder das Gefühl, dass diesmal schon wieder nicht reichen wird mit der Runde. Jedenfalls diesmal gut rausgekommen. Und immer noch bereit. Und immer noch auf dem Weg zu einer guten Runde. What? Natürlich. Und zwar weit gegen links gezogen, aber konnte das nicht aufhalten. Und ich sehe es jetzt schon, das reicht nicht. Reicht nicht. Ich muss eine Runde anhängen. Jetzt muss ich sowieso eine Runde anhängen. Muss mich an die Nase kratzen. Dieser hinterlistige Verkehr. Es ist nicht viel Verkehr, aber der kommt immer genau an der Stelle, an der ich bin. Okay, diesmal fahren alle Autos, wirklich alle Autos fahren in der Mitte hier. Ausnahmslos, alle in der Mitte. Der fährt in der Mitte, auch der fährt in der Mitte, auch der fährt mittig. Ja, ich weiß, dass nicht reicht. Müssen wir nicht noch auf die Nase binden. Nicht in den Baum, nicht in den Baum, nicht in den Baum. Ah, nicht. Natürlich, in den Baum. In die Palme. Was natürlich wieder kein guter Start für die nächste Runde ist. Es war immer noch ein 150 km besserer Start als letztes Mal, aber. Naja. 21 Sekunden zu langsam. Genau, 21 Sekunden zu langsam. Diesmal muss ich sogar bei der Abkürzung mit Verkehr rechnen. Also nicht, wenn ich die Abkürzung nehme, aber vor der Abkürzung. Okay, schön auf der Strecke geblieben. Und jetzt wieder mal der Job. Die Runde endlich mal ohne große Schwierigkeiten zu machen oder zu schaffen. Hinziehen. Ah. Musste es einsehen. Hat nicht mehr gereicht. Mal bin ich gut dran. Das könnte reichen. Bis zur Grenze ausgelotet, diese Kurve.
Ach. Diesmal sieht es wirklich um einiges besser aus. Und ich gehe mal wieder links. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Kein Verkehr, der mich aufregen kann. Wenn ich jetzt fehlerlos durchkomme, müsste es eigentlich reichen. Okay, muss mir merken, hier fahren wirklich alle in der Mitte. Wenn ich also jemanden sehe, dann muss ich ausweichen, auf die linke oder rechte Spur. Okay, ich habe den erst sehr spät gesehen, aber trotzdem. Ich habe was vermutet, deshalb bin ich nach rechts gezogen. Okay, jetzt kommt die Entscheidung. Bin nach links gezogen. Rechts, sorry. Und ja, diesmal werde ich es schaffen. In der Mitte fahren, damit auch noch keiner in mich reinfährt. Und geschafft. Endlich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das General Motors Teil. Ja, das war auch nötig, Mann. Du hast Island Outskirts 2. Island Outskirts 2, okay. Glückwunsch, du hast einen neuen Rekord für diese Strecke. Yay. So, und jetzt zur WM zurückkehren. Damit haben wir die untere Reihe schon mal gemacht. Ich werde jetzt nicht bis zu irgendwie Event, was auch immer, alles beenden können. Aber ich kann versuchen, zumindest so weit wie möglich zu kommen. Es gäbe es Event 14. Und erst hier schließt sich der Kreis wieder. Okay, auf geht's. Hier muss ich Event 9 machen. Rocky Canyons 2 kann ich dabei freischalten. Dieses Turnier besteht aus 5 Rennen an 5 Orten. Du kannst zwischen dem britischen Yahoo XK und dem deutschen BWM 5 wählen. Du startest auf der Strecke Calypso Coast und gipfelst in einer Fahrzeuglieferung auf Rocky Canyons 2. Für Event 15 musst du mindestens auf den dritten Platz landen. Wenn du auch Rocky Canyons 2 freischalten willst, musst du Erster werden. Na, da fahre ich jetzt den M5. Ganz klar. Von mir aus das bessere Handling. Und nicht nur das, sondern auch noch die bessere Beschleunigung. Ganz klar, wieso ich den nehme. Okay. Gegen 6 Gegner, nicht gegen 7, gegen 6. Ich bin der 7. im Feld. Sehr guter Start. Gleich nach vorne geprescht. Schon 2. Und auch gleich 1. Diese Rennen gehen wohl über 2 Runden jeweils. Zumindest hoffentlich ohne Verkehr. Oder mit wenig Verkehr. Sonst kann es heiter werden. Denn ich habe sonst schon Probleme mit diesen Wagen. Da rechts wäre eine Abkürzung gewesen. Aber da die auf einem steinigen Untergrund ist, werde ich die nicht unbedingt fahren. Schlecht fürs Handling. Okay, ich glaube, es ist kein Verkehr hier. Dann versuche ich mal mein Bestes zu geben. Und darüber hinaus. Soweit ist recht.